Jonah, hörst du mich? Und ein herzlich willkommen mit mir, jeder Stefan, bei Doom Raider. Ja, längere Zeit gab es kein Video mehr. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass jetzt Doom Raider kommt. Alle Projekte werden erstmal eingestellt, außer South Park und Doom Raider. Die werde ich dann auf meinen Kanal bringen, jeweils 20 Minuten. South Park muss man gucken. Und ich glaube, sollen wir mal der Lead Lara Croft jetzt mal retten. Das arme Bein. Ach so, ich habe längere Zeit keine Videos mehr gemacht, weil mein PC kaputt war und ich habe den Raum gewechselt. Und ich bin immer im Sommer verkühlt, somit konnte ich auch leider nicht so wirklich gute Aufnahmen mehr machen. Jetzt lauf, Lara Croft! Laufen! Achso, Video. Hopp! Super Perio! Ja, aber ich finde das noch nicht so schlimm. Das ist ja eine Entdeckerin und sie entdeckt viele Sachen und stellt euch mal vor, wenn ihr dann mal in so eine Falle tretet und dann so eine Gefalle. Oh, der hat es nicht mal lange überlebt. Gott hat dich selig. Hä? Okay. So, liebe Lara Croft, jetzt gehen wir auf eine Entdeckerreise. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. So. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Tag der Toten. Was ist denn ein Tag der Toten? Ist das wie Ostern? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, ob das so ungefähr wie Ostern ist. Das frage ich mich gerade wirklich. Aber man weiß ja nicht immer alles. Hopp. Ui. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig.
Ihr Mikrofon war da unten. Naja, okay. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Erwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Stopp, Lara! Wir müssen raus! Frische Luft. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist.
Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. So, auf geht's! Sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Bei dem Gedenktag des Todes. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. So, sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Ja, genau. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. What's up? Siehst du was? Eis. Nein, suchen wir weiter. Die Dame will mit mir sprechen. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturm? Ich auch nicht. Oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ja, Tote sind mir auch Jonah, nicht lieber. Er ist am Tor. Denke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ist ja total überhaupt nicht unauffällig. Es ist ja gar nicht unauffällig. Kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Eine heiße Fiesta. Habt ihr das auch gehört? Das ist nicht so. Spring drüber. Aber Maria hat mich eingeladen. Maria. Maria Magdalena. Gott segne sie. Gott segne sie. Das mit den Decken noch gleich? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. So, jetzt sind wir, glaube ich. Wo sind wir? Jonah, ich bin drin. Im Schatten. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Warum haben Sie keine Maske? Setzen Sie sofort bitte eine Maske auf. Verzeihung. Gehen Sie bitte mal weg. Unerhört hier. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Wir sind auf einem Froh. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Hey! Disculpe, Señorita. Mein Fehler. Der hat uns einfach angerempelt, ey. Er sollte mal hinten Augen einpflanzen lassen. Aber sehr interessant. So in Mexiko so einen Todestag sich anzugucken. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Keine Vermutungen. Visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ist das hier die Seitengasse? Oder kommen wir da jetzt nicht vorbei? Gute Frage. Ja, gucken wir mal. Bis jetzt kommen wir hier durch. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Warum verkaufen die alle die gleiche Scheiße? Warum ist der Mann auf dem Bild? Das ist eine gute Frage. So. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist.
Du hast das Foto. Weiblich, ja, Croft ist da. Anfang 20. Croft. Verstanden. Gut. Und? Anfang 20. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Okay. What's up, Digga? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Büro? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Hallo? Ich würde sagen, welche Tür bitte? Hey, der hat sich extra hingeschmissen. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Maximale Verwirrung. Also hinter mir kommt definitiv noch eine Greenscreen. Dann würde man die Lampe nicht mehr sehen. Vor mir kommt noch Tageslicht dahin. Und dann sieht es etwas besser aus. Weil Band sieht so nicht so cool aus, finde ich. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Kein Problem. Gute Beobachtungsposition. Ah, endlich können wir jetzt mal sprinten, ne? Zack. Maximale Verwirrung. Noch auf 90%. Und um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Um nicht. Wenn ihr das Projekt feiert, zeigt es mir in der Bewertung. Nimmt eine Maya-Pyramide. Euch eine Sekunde von eurem Leben und drückt auf Abonnieren, Liken. Und vielleicht, wenn ihr dann noch Zeit habt, kommentiert das Projekt. Ich würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao.